Hallo Leute, zum dritten Video. Es wird Quizduell Let's Play 378 sein. Ich habe hier 11 Spiele sowie 2 Herausforderungen erhalten. Ich fange an mit Guetu. Sport und Freizeit. Welcher deutsche Fußballverein trägt seine Heimspiele am Millerntor aus? Was ist der Black Bottom? Wer erzielte das einzige Tor im Fußball-EM-Finale 2004? Comics. Auf welchem Kontinent war Asterix noch nie? Welcher Superheld gehört nicht zum Superheldenteam Avengers? Welche Besonderheit haben traditionelle Manga-Comics? Jetzt nehmen wir UWVW. Zeugen der Zeit. Itavia Flug 870 stürzte aufgrund eines Treffers durch eine militärische Luftrakete im Jahr 1980 ab. In welchem Land geschah das Unglück? Wie hieß der Mann, der die Invasion Englands im Jahr 1066 führte und gewann? An welcher Krankheit starb Marie Curie? Wunder der Technik. Auf welcher Strecke fuhr die erste deutsche Pferdebahn? Was ist ein anderes Wort für Brennglas? Wo wird eine Prämolarenzange benutzt? Nun nehme ich Kalikulle. Und Kalikule hat sich Glaube und Religion ausgesucht. Was soll im islamischen Volksglauben den bösen Blick abwenden? In welcher Glaubensgemeinschaft ist Rumspringer ein Teil des Erwachsenwerdens? Wer war der erste Mörder in der Bibel? Essen und Trinken. Um welches dieser Getränke bittet man in einer Bar, wenn man eine Flasche Champagner bekommen möchte? Was passiert, wenn man Brot über einen längeren Zeitraum im Mund behält und zerkaut? Wie heißt ein Weinanbaugebiet in Süddeutschland? Es geht jetzt weiter mit Dajaste.
Die 2000er. Welche der folgenden ist, war keine MTV Dating Show? Wann dankte Königin Beatrix von den Niederlanden ab? Wie hieß das 2003 von Elizabeth Holmes gegründete Biotech-Unternehmen, das behauptete, kostengünstige Blutschnelltests entwickeln zu haben? Glaube, Religion. Was ist die evangelische Christvesper? Wie wird diese mythische Figur genannt? Welchen Titel hat der oberste religiöse Führer des tibetischen Buddhismus? Dein Bezahlsystem immer auf dem Smartphone dabei. Payment, wie es dir passt. Mit Tap on Mobile. Als nächstes kommt Fusilini 3 dran. Wunder der Technik. Wie heißt die größte Stauanlage Chinas? Was ist VOD? Welches Modell in der iPhone-Reihe gibt es nicht? Medienunterhaltung. Wie heißt die durch viele Länder tourende Musiksendung, die zwischen 1981 und 2005 von unter anderem Karl Moik moderiert wurde? In welchem Jahr starb der Journalist und Zeitungsverleger Axel Springer? 'Tatma'. Vorletzte Runde, Essen und Trinken. Was isst man, wenn man eine Calzone bestellt? Was ist ein anderer Name für die Jerusalem-Artischocke? Was wird im Rheinischen als halber Hahn bezeichnet? Wunder der Technik. Letzte Runde. Wann startete die Raumsonde Voyager 1, die immer noch unterwegs ist und unser Sonnensystem inzwischen verlassen hat? Wofür steht dieses Symbol? Die GPS-Positionsbestimmung arbeitet mit Satelliten. In welcher ungefähren Höhe umkreisen diese Satelliten die Erde? Nun folgt Fipsi 1874 mit der letzten Runde. Draußen im Grünen, welche Hunderasse ist hier zu sehen? Welche Farbe hat die Zunge der Hunderasse Chow Chow normalerweise? Zu welcher Pflanzenfamilie gehört der Leberwurstbaum?
Nun kommt Too Fast For You 501. Wie lautet der Name eines Vollkornbrotes aus Roggenschrot, das lange haltbar ist? Welche Farbe hat ein Stout, Bier? Was bedeutet die Abkürzung VSOP, die auf vielen Cognac-Flaschen zu finden ist? Wunder der Technik, letzte Runde. Wie nennt man eine solche landwirtschaftliche Erntemaschine? Was regelt die Schärfentiefe in einem Bild? Aktuell dominieren Grautöne die Autolackfarben in Deutschland. Was war jedoch 1980 die am häufigsten gewählte Farbe bei neu bestellten Autos? Die Herausforderung von Nordlicht 8822 kommt nun. Im Labor. Woraus besteht dieses gelbe Gestein, welches oft nach faulen Eiern riecht? Was ist das mathematische Zeichen für Fakultät? Wofür steht das große griechische Sigma in der Mathematik? So, nun die zweite Herausforderung von Orso und ein paar Symbole. Essen und Trinken. Wie nennt man den Proteinanteil der Milch, der zu Käse weiterverarbeitet wird und nicht in die Molke gelangt? Welche Käsearten sind Danablu und Roquefort? Welche Backzutat verbirgt sich hinter dem österreichischen Arancini? Dann kommt jetzt Prakara 07. Medienunterhaltung. Welches Unternehmen kauft dir die Foto- und Video-Sharing-App Instagram? Welcher deutsche TV-Sender strahlt das Automagazin Automobil aus? Welche Schauspielerin heiratete Ryan Reynolds nach seiner Scheidung von Scarlett Johansson? Es kommt nun Katja Nakiwaki. Draußen im Grünen, welches Tier ist nicht gestreift? Mit welchem der folgenden Tiere ist das Meerschweinchen am engsten verwandt? Wie heißt das Sekret, welches ein Biber zur Fellpflege und zum Markieren seiner Reviergrenzen benutzt? Wunder der Technik. Was ist ein Copenhagen Wheel? Welches Unternehmen stellt das Elektroauto Model 3 her?
In welchem Jahr wurde der Elektronikkonzern Panasonic gegründet? Dann nehme ich jetzt Nordlicht 8822. Welche der folgenden ist keine sexuell übertragbare Krankheit, Infektion? Wie wird Leukämie ebenfalls bezeichnet? Was erkennt man auf diesem Röntgenbild in der rechten Bildhälfte? Ich nehme Wunder der Technik. Wie heißt dieser Robotertyp, der sich auf zwei Beinen fortbewegen kann? Was ließ sich Alfred Büchi im Jahre 1905 patentieren? Wie nennt man eine Technologie, die aus Sonnenlicht Strom erzeugt? Hol dir die Revolut-App und entdecke... Dann, Herr Rippchen, die dritte Runde. Was verliert man bei einer Anosmie? Woran leidet man, wenn man dieses Messgerät benutzt? In welchem Zweig der Medizin sind diese Menschen im Fokus? Musik und Hits. Wie heißt ein Studioalbum von Helene Fischer? Welche Band veröffentlichte ein Album mit dem Titel Everything Louder Than Everyone Else? Welche Band veröffentlichte die Songs Kings of Metal, Hail to England und Pleasure Slave? Nun kommen noch die zwei Spiele gegen meine Mutter. Welcher Komponist schrieb ein deutsches Requiem? Wie wird folgende Gedichtzeile von Christian Morgenstern korrekt vervollständigt? Die Möwen sehen alle aus, als ob sie Emma hießen. Welche der folgenden deutschen Städte besitzt keine Universität? Draußen im Grünen. Was ist eine Türkischwan? Welches Tier ist hier zu sehen? Wie nennt man die abgelegten Eier von Fischen? So, und wie ihr seht, war's das jetzt mal wieder von Quizte Let's Play 378. Ich danke euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!